What's the purpose of these camps? Oil! The crew, pumped from the very ground and sent in convoys to be refined and gasolined in Gastown! Let's see. War Crier. Gates defended. Sniper out front. That's all. Gar keine schlechte Verteidigung, die sie da angelegt haben. Im Rahmen der Möglichkeiten. What's your spy strength? Camp is light defenses. I'll deal with them before entering. Yes, yes, nothing our sweet magnum opus cannot handle. Hast du ein Ei am Wandern? Warte mal. Wir haben einen Sniper auf einem Turm. Das ist nicht das Riesending, den schaltet man nachts aus. Idealerweise selbst mit einem schallgedämpften Waffe. Man geht eigentlich nicht frontal durch den Haupteingang, wo sie das Flammenrohr haben. That looked too hard. Klar, wenn du eine ganze Truppe am Start hast, aber allein würde ich nachts erst in Sniper. Ja, aber man kommt über die Klippe nicht gescheit. Gut, hätte ich jetzt einen, sagen wir mal, einen Fuchs oder einen Marder, also einen Panzer am Start. Ein Trupp. Gut ausgebildeter Soldaten mit schweren Waffen, ein Maschinengewehr, eine Panzerfaust, 6 G36 Schützen, wäre das Ding kein Ding. Den knipsen wir zuerst aus mit einem schönen Treffer aus der 30 mm, dann rammen wir da durch, den Panzer juckt nicht mehr, dann booten wir aus, metzeln alles nieder, Thema durch, aber allein, ohne schweres Gerät. Wir haben eine blöde Schrotflinte, für die ich nicht weiß, wie viel Munition ich da habe. Und wir haben ein rostiges Messer, das er irgendwie nie einsetzt. Wir haben den bekloppten Buckligen auf einer Rostlaube. Gut, Leben in der Lage heißt bei der Bundeswehr, aber... Naja, fahren wir mal hin. Idealerweise sind wir Harpunen dran. Oh, they've spotted us now and preparing for battle. This gotta be quick. Gut, Sniper ist weg. It's clear. Now the gate. The tank is feeding the flamethrower. We'll rip it off! Harpoon awaiting your command! And we win again! Stay free!